Hallo Leute, von mir gibt's heute mal wieder ein Charm-Update, denn ich weiß, ich war in letzter Zeit etwas besessen mit Gießharz und ich habe mich jetzt aber wieder hingesetzt und viel mit Fimo gemacht und ich glaube auch, dass ihr die Videos ein bisschen lieber guckt. Deswegen gibt's heute wieder einiges Neues von mir. Und ich fange einfach mal an. Am 14. Februar ist ja Valentinstag und ich habe dazu ein bisschen was gebastelt, aber nicht viel. Ich bin nicht so der Valentinstagstyp. Also einmal habe ich diese kleinen Schokoladen im Herzglas, weil an Valentinstag verschenkt man ja immer Schokolade. Und das mache ich noch an der Kette. Dann habe ich das gleiche noch gemacht mit Gummibärchen, Mini-Gummibärchen. Und ich habe die in Valentinstagsfarben gemacht, also rosa, rot, purpur und lila, damit es schön romantisch ausschaut. Und dann habe ich mir noch gedacht, ich könnte mal probieren, eine Art Schneekugel in der Flasche zu machen. Und das ist dabei rausgekommen. Also es ist eine Flasche, hier ist Wasser drinnen und die kann man so schwenken und dann fliegt der Glitzer hier so rum. Und in dem Glitzer sind auch kleine rosa Herzen. Und ich habe hier noch ein Perlherz hingemacht und das Ganze ist an einer rosaroten Ballkette. Sieht das aus? Das macht mir echt Spaß, dran rumzuspielen. Dann habe ich noch gemacht, passend zu den Schokoladen im Herzglas, so kleine Schoko-Ohrstecker. Das ist einfach Schokolade. Ein Schokoladenstückchen. Und auch noch Gummibärchen. Ich habe viele gebacken, die sind aber noch nicht fertig. Das sind jetzt die einzigen, die lackiert sind schon. Aber ich werde euch nachher noch ein Video machen, wie ich meine Sachen lackiere. Das haben mich schon viele Leute gefragt. Deswegen sind viele Sachen noch nicht lackiert. Dann habe ich noch mehr Miniaturen gemacht. Und zwar diese Plätzchen-Ohrstecker. Das sind Sternchen und die sind. Ich habe sie texturiert und mit Pastellkreiden Backen aussehen gemacht und dann Schoko drüber. Und dann habe ich die auch noch als Herzen. So sehen die aus. Wenn ihr seht, die Schokolade ist so 3D. Dann habe ich mehr Miniaturen gemacht. Und zwar habe ich mir eine Lupenlampe gekauft und ich bin total besessen damit und versuche jetzt immer richtig kleine Sachen zu machen. Zum Beispiel habe ich diese Hamburger gemacht. Das sind auch Ohrstecker. Und hier ist das Brötchen und dann Fleisch und Salat. Ich muss dazu passen, dann noch Pommes machen und ein Getränk, aber habe ich noch nicht. Dann habe ich mich an Mini-Sushi probiert und das ist dabei rausgekommen. Das sind auch Ohrstecker. Das ist einfach normales Lachs-Sushi. Und hier ist der Reis. Dann habe ich auch noch solche Onigiri-Ohrstecker gemacht. Also einfach Reisbällchen mit Alge. Ich weiß noch nicht, ob ich da nicht ein Gesicht drauf mache oder ob ich sie einfach so lasse. Könnt ihr mir mal sagen, was ihr cooler findet, mit oder ohne Gesicht? Oder vielleicht mache ich eins mit und eins ohne Gesicht.
Dann habe ich hier noch grüne Gummibärchen-Ohrstecker. Das ist noch eine Nummer kleiner als die davor. Ich habe auch ein Video dazu, wie ihr euch die selber handmodellieren könnt. Das kann ich euch hier mal verlinken. Dann könnt ihr euch das anschauen und vielleicht auch selber welche machen. Dann habe ich noch gemacht in Mini. Ich glaube, das war eines meiner beliebtesten Tutorials, und zwar der Toaster. Toaster und Toast. Der Toaster ist auch 3D. Man hat hier seinen Temperaturregler. Hier kann man den Toast reintun. Und hier ist dann der Toast mit Kruste. Und das sind beides auch Ohrstecker. Dann habe ich noch jede Menge Cupcakes gemacht. Ich habe nämlich endlich die richtige Größe für die Bases. Die sind aber noch nicht dekoriert. Ich werde dann noch Sahne drauf machen und Schoko oder Sprinkles. Ich weiß noch nicht. Also einmal in Mint. Dann habe ich die hier in Knallrot. Dann in, das ist so durchsichtig rot. Und dann noch mit Schokolade. Und wenn die fertig aussehen, werden das Ohrhänger wie diese hier. Die habe ich schon fertig gemacht. Das sind hellblaue mit Schokoglasur. Und ich finde die viel hübscher als meine alten. Hier ist zum Beispiel einer, den habe ich letztes Jahr für Halloween gemacht. Und so sehen die jetzt aus. Ja, finde ich viel besser. Ich übe gern und schaue, dass ich manche Sachen besser machen kann. Und Cupcakes ist definitiv besser als die vom letzten Jahr. Dann habe ich natürlich auch noch ein paar Kawaii-Sachen gemacht. Einmal habe ich diese Erbsen in der Schote-Kette mit einer Erbse, die rausgefallen ist. Die lacht, das findet die endgut. Und hat die hier mit Bart und die hat ein Knutschface. Dann habe ich gemacht diese Birnenohrhänger. Und vielleicht kennt ihr die Gesichter ja. Ich habe mich da inspirieren lassen von der Siniminis-Werbung, wo die Siniminis sich gegenseitig essen und die Birne will die lecken und das findet die nicht so toll. Ja. Und könnt mir auch mal sagen, wie euch die gefallen, weil ich würde da, glaube ich, gern mehr machen. Dann habe ich gemacht diesen kleinen Frosch auf einem Seerosenblatt. Und es wird wahrscheinlich ein Ring, also sieht dann so aus. Dann habe ich noch diesen Elefanten auf einer Erdnuss. Ich habe den auch noch niemand anderen machen sehen. Und ich glaube, das wird ein Kettenanhänger. Und als letztes dann habe ich noch dieses schlafende Häschen. Und das wird auch ein Ring. Das sieht dann so aus. Das hat hier ein schlafendes Gesicht. Und liegt hier so da. Ja. Das war alles. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ihr könnt gern wieder Tutorials verlangen, wenn ihr irgendwie Interesse habt, zu sehen, wie man was von den Sachen macht. Und ich filme euch gleich noch ein Video und zeige euch, wie ich die Sachen jetzt lackiere. Ciao!